Hallihallo, liebe Freunde. Die Synchro ist abgeraucht, um das am besten zu nennen. Also ist das eine Nachvertonung. Ich habe allgemein so gemacht, damit ich, wie soll ich es nennen, erst schneide, dann kommentiere. Ich habe hier irgendwas erklärt wahrscheinlich oder irgendwas gemacht. Die war schon einiges vorher, weil das habe ich weggeschnitten, weil jetzt hat sich einfach nicht gelohnt, nach meiner Meinung. Ton zu behalten. Und ich habe noch ein bisschen mehr mit ein bisschen Speedrun experimentiert. Das werdet ihr hören, was ich nicht hören werde. Sozusagen. Hier bei der Nachvertonung. Eigentlich sind, habe ich im Hintergrund zwei Ponys gesehen. Und eher, man könnte sagen, ich habe so den Verdacht gehabt, damit ich die Quest versaut habe. Hier. Und ich habe nebenbei auch nachgeschaut, aber das seht ihr aber im Speed. Halt. Ich persönlich, hab so viel gespeedet, wie ich konnte, weil 40 Minuten. Da habe ich so einiges weggespeedet. Und ich sag mal so, beispielsweise Ladebildschirm. Die schneide ich ja inzwischen raus. Weil es lohnt sich nicht, einen Ladebildschirm drin zu haben und so. Und den Part, lass mich nicht lügen, aber 74, da habe ich was angekündigt und es beginnt Part 75. Was ich momentan nicht bearbeitet habe, weil ich eher die Nachvertonung mache. Während ich eigentlich permanent am Schneiden bin. Tag ein, Tag aus, schneiden. Ach, nicht. Ich hab danach die Quests geschaut, die ich hier drin habe. Einige Quests sind namentlich nicht vorhanden. Jedenfalls habe ich die nicht entdeckt. Astral Charme sieht immer speziell aus. Und man sieht schon wieder den Speed. Ich habe bei den neuen Speed was eingefügt im Bild. Inzwischen habe ich den Trick auch schon gut raus, aber ich werde mich allgemein auch raustesten müssen. Warum habe ich das nicht eigentlich weggeschnitten? Egal. Es ist schon spät genug, ich bin kaputt genug. Und was soll ich sagen? Mein Pony steht rum. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt hatte. Man könnte sagen, ich habe einen ganzen Sonntag nur mit, für Part 75 oder mehr verbraucht. Nämlich, ich weiß nicht, wie viel ich das rauskriege, ich muss es noch alles bearbeiten. Und ich habe immer noch die Rohversion auf dem PC. Nicht schön. Und ich bearbeite nur auf dem PC. Die Parts. Alles. Während ich momentan echt eklige Pics auf dem Bildschirm habe. Sagen wir jetzt mal so, wenn ein schwarzes Pony bei mir stehen würde, dann hätte es grüne Pixel. Weil bei allen dunklen Stellen kommen irgendwie grüne Pixel. Mal schauen, was das Problem sein könnte. Ich glaube, hier habe ich geschaut bei der nächsten Quest. Und wenn ich richtig weiß. Ich glaube, ich habe schon hinter mir mit dieser Quest. Ich gehe zu Fran mal wieder. Versuche, den Teil der Quest irgendwie zu lösen. Da, wo natürlich auch gespeedet wird. Weil irgendwie stehe ich da einfach rum und suche eigentlich bei den Quests nur, was da drin ist. Aber ich habe inzwischen bemerkt, was in diesem Zeitpunkt nicht war. Nämlich, ich habe inzwischen gemerkt, es gibt jemand, der auf Englisch die Quests alle zeigt. Wie die funktionieren und so. Und da sieht man schön Franz Wabbelmähne. wirklich, dank dem habe ich mehr Informationen gekriegt und so. Ich werde mich dann bestimmt eher an diese Videos von dieser Person halten. Ich weiß ja jetzt nicht, ob ich eingespeichert habe.
Und ja. Da kann man auch schön nachschauen. Problem ist Englisch, aber naja. Dafür werde ich auf Deutsch möglichst alles zeigen. Halt. Und noch ein bisschen Experiment machen mit, wie viele Charakter man erstellen kann. Habe ich auch vor. Ich bin eigentlich zu platt, um nachzukommentieren, aber ich mache das alles für euch. Ich kommentiere hier alles nach, bearbeite jeden Tag gefühlt 1000 Stunden. Okay, kommt darauf an, wie motiviert ich bin. Heute habe ich eher 2 Parts geschafft und dieser hier ist in der letzten Phase. Man konnte kurz sehen den Ladebildschirm. Ich glaube, ich habe den dran gelassen, weil irgendwie wegen Ton habe ich das gemacht. Ich weiß nicht warum. Ja. Und da konnte man auch schon wieder schön sehen. Schnipp, schnapp. Ich will nicht die Soundkulisse wissen. Und den habe ich anscheinend kaputt gemacht. Habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, weil ich muss eigentlich dahin, theoretisch. Aber es passiert nichts. Selbst mit Übersetzer. Naja. Und mir bleibt eigentlich nur noch eine Sache bei so vielen nicht funktionierenden Quests, um das so zu nennen. Weil ich habe ja auch Falsches eingegeben. Ja. Oh, und zum Glück ist nur dieser Part hier nachkommentierbar. Ah, herrlich, einfach dann. So oder so. Das merkwürdige Einhorn hier portiert sich überall herum. Und auch auf merkwürdigen, naja, oder besser gesagt auch auf Häuser und so. Teilweise vermisse ich Boop hier. Keine Ahnung warum. War mir einfach sympathisch. Da habe ich dir auch extra hingeschaut. Aber durch die Lampe sehe ich immer als Pony weiß aus. Oder besser gesagt, ich leuchte eher. Ich glaube, ich bin atombetrieben dann. Keine Ahnung. Da muss ich immer wieder denken, wenn ich eine, ja, ein Part zum Beispiel bearbeiten muss. Von Eloy. Ja. Naja, das atombetriebene Einhorn will wandern mal nerven. Und ich habe den Namen schon raus. Und dieses Pegasi habe ich ja gerade gesehen. Sieht etwas aus wie sogar meine BFF, dessen Part sich noch schneiden muss. Momentan. Und ich glaube, ich wollte da versuchen, raufzukommen. Auf die Spitze. Ob es klappt, werdet ihr sehen. 1, 2 und 3. Ich habe 3-mal und mehr nicht. Und ich mag diese Perspektive nebenbei anzuschauen. Und dieses Pony da hat auch eine Wabbelmähne. Und da ist wieder dieses ähnliche Pony, was halt wie mein BFF wirkt. Nämlich, habe ich es da geschafft? Das ist ein Pegasi, habe ich gar nicht erkannt, wie das Ganze weiß. Ich würde echt sagen, damit das praktisch wie mein BFF ist. Nur mit hellblau. Und da ist das Pony auch da oben in der Luft. Kann man gut sehen. Vielleicht hat jemand meine BFF, Wolf also, gesehen. Und hat gedacht, jo, dieses Design mag ich. Naja, mich würde es nicht wundern, weil ich würde sagen, Wolf wird eher gehypt als ich. Und ich gebe mir mehr Mühe. Ach ja, das Leben ist so, bleh, um das so zu nennen. Naja, das war nur eine Geräuschkulisse. Und hier habe ich nachgeschaut, während bestimmt gleich Bing, da war's. Da ist ein Pegasi vorbeigeflogen, konnte man schon sehen. Und mit dem PC, den ich mache, da zockt Wolf eigentlich immer,
wegen Audio musste ich sozusagen Legging PC immer übernehmen. Ist nicht schön, aber ab Part 75 ist dann ja alles wieder besser mit der Qualität. Und da ist wieder dieses Pegasi, was schon vorher gesehen worden ist. Aber das ist richtig weiß. Das tut mir gerade in den Augen weh. Oder es liegt daran, damit es fast 22 Uhr ist. Mein Kopf schon so ist. Und ab hier war wieder Speed. Doppelte natürlich. Und bei Speed wie doppelt so. Ja, doppelt Speed mache ich immer den Sound leiser, weil mein Kopf kann echt die Geräuschkulisse da nicht ertragen. Und ich bin noch immer jeden Tag fertig. Oder so. Teleport wird zum Glück nicht überbenutzt. Und da ist ein Hutpony. Da ist noch ein kleines Filly. Und ich glaube, ich. Wo wollte. Ich glaube. Ja, zu Wandern, glaube ich, wollte ich hin. Weil ich versucht habe, die eine Quest zu machen. Das ist mit dem Dog Egg. Aber, und diese Quest, naja, man könnte sagen, falsch gesprochen. Die Fies oft einfach da. Aber man wird wahrscheinlich so oder so irgendwann Action sehen. Weil, indem ich nur rumrenne und die Quests mache, werde ich auch nicht automatisch stärker. Okay, stärker schon, aber nicht so krass wie zum Beispiel, wenn man Gegner einfach drauf kloppt. Und das Geld, was man dann zusammensparen kann. Oh Gott, da wird man dann echt nicht mehr los. Was habe ich da geschaut? Ich glaube, ich wollte. Man sieht teilweise, wie krass der Teleport ist, oder? Ich muss immer noch staunen, was ich teilweise schaffe. An Distanzen. Gut, Pegasi haben es allgemein einfach. Und damit es nur Quests für Pegasi gibt. Und ich habe bis jetzt noch Kinderquests entdeckt, die zum Beispiel nur für Einhörner ist. Oder für Erdponys. Also der Quest natürlich. Und hier wird jetzt bestimmt. Wo wird hingereist oder gerissen? Keine Ahnung. Mein Deutsch ist in dem Fall nicht gerade das Beste. Okay, was überlege ich eigentlich? Oder quasi ich da? Und da konnte man sehen, ich bin dahin. Und habe schon ein bekanntes Ponygesicht gesehen. Und dann teleportiere ich mich. Ich muss unbedingt schauen, was es alles für Special-Klamotten gibt. Wenn man so zum Beispiel Nightmare Night, also Halloween, muss ich dann aktiv sein. Um es dann zu machen. Das heißt, es wird erst nächstes Jahr irgendwann sein. Wenn ich jetzt diesen Part hier rausbringe. Und da konnte man sehen, dreifachen Speed. Und ja, die Geräuschkulisse spricht für sich. Ich mache bei solchen Speedaktionen immer leiser, weil hohe Töne sind echt ätzend. Und da konnte man so einiges schön sehen. Einfach weil, ja, man sieht halt rennende Ponys. Ich weiß auch nicht, ich finde Zeitraffer allgemein interessant. Und da gehe ich zu denen und sehe Max Philly und wieder das Fake Bad Pony Alicorn. Auf Deutsch Alihorn, weil ja,
Horn und Flügel, weil ein My Little Pony Charakter heißt ja eigentlich automatisch Elicorn. Obwohl nur die Charakter in der richtigen Serie Elicorn, also Alihorn genannt werden, die halt Ponys sind. Ich sag mal so Prinzessin Celestia oder Prinzessin Luna. Und ich wollte dahin und hab's auch geschafft. Naja, ich hab meinen eigenen Pokémon da. Tut mir leid, aber mir ist jetzt irgendwie irgendwas in die Luftröhre gekommen. Ich würde sagen Speichel. Und hier wollte Kenny Ring machen und Max Philly war hier eigentlich in der Richtung wie mit, ja, ich heb einfach mal ab. Und zeig eindeutig, ich bin ein Pegasus. Und noch zusätzlich, ich werde auf Deutsch möglichst alle Quests zeigen. Ich werde wahrscheinlich, wie die Person, die englische Person, wahrscheinlich das so machen, damit ich jede Quest einzeln angebe. Ich werde mich aber orientieren auf diese Person dann. Bei meiner Questhand. Ich glaube, sowas habe ich in der Richtung gesagt. Also irgendwas mit Quests, die ich noch machen werde. Aber inzwischen weiß ich nicht mehr wirklich, was ich machen kann. Ohne Witz. Ich habe Cloudsdale praktisch durch. Ich habe praktisch alles gesehen. Gut, vor den meisten Gegnern muss ich immer noch Abstand halten, weil ich bin auch noch ganz schönes Low-Level. So ziemlich schwach und so. Ich habe mich dann nicht gespeedet, egal. Und ja, Low-Level zu sein, bringt ganz schöne Probleme mit sich. Besonders, wenn man ein Angsthasenpony ist. Aber dennoch versuche ich dann meine Angst vor dem Friedhof zu lösen. Und ich habe mir vor, auch die Luna-Rüstung zu holen. Aber auch die Celestia-Rüstung komplett zu haben. Ich habe, wenn ich richtig weiß, zu dem Zeitpunkt 3 Teile. Warte mal, ich glaube, ich habe zwar Geld, aber wenn mir das für die Luna-Rüstung aufsparen, glaube ich, habe ich eher mich entschieden. Eine Weile. Ich weiß es aber nicht. Und ich kann es nicht einschätzen, was ich da gedacht habe. Naja, so oder so. Da kommen 2 Ponys einfach mir entgegen. Das Max Fili wieder und dann dieses Liederpony. Naja, Max Fili ist Max Fili. Ist wieder auch das Bekannte. Das Design immer von diesen, naja, gelb-grün Pony, um das so zu nennen, oder gelb-grünes Pony allgemein, erinnert mich immer an den OC Wooden Toaster. Wooden Toaster, habe ich schon bemerkt, ist in YouTube und glaube ich so da und so. Spielt hauptsächlich in creepy Sachen mit, zum Beispiel Rainbow Factory. Kommt dieses Pony eigentlich immer vor. Nämlich, ja, also alles, was ich an Rainbow Factory gesehen habe, ist dieses Pony dabei. Und ja, und übrigens, für alle, die das nicht kennen, Vorsicht, es ist eine Creepypasta. Creepypasta sind halt so, die sind halt, naja, die sind nicht gerade nett. Also Horror halt. Und an der kleinen Figur sieht man auch, damit ich da gerade wieder Speed aktiviert habe. Naja. So oder so. Sorry, ich habe mich gerade gestreckt. Und dabei habe ich eine Position, aber sie dieses Geräusch macht. Egal. Auf jeden Fall, Vorsicht, wenn ihr wirklich nicht 18 seid, bitte nicht danach suchen. Hat zwar mit Ponys zu tun, allgemein. Oh,
Naja, einige Creepypastas haben mit Ponys zu tun. Andere wiederum sagen einfach so, ja, ich nehme einfach irgendeinen fiktiven Charakter und mache irgendwie eine ultra heftige Geschichte. So ist es teilweise. Okay, Creepypastas sind echt nicht nett. Und da sehen wir zwei Katzen. Ich habe über das Thema Creepypasta allgemein noch nicht geredet, aber ich wollte es halt erwähnt haben. Weil, ja, nicht damit die sucht. So in der Richtung. Und ich kenne auch eine Creepypasta, aber die ist wirklich brutal. Die hat was mit einem creepy pinkes Pony zu tun. Nämlich, oder eher besser gesagt, Pinke Mina, dessen Name ich immer falsch schreibe von ihr. Ich nenne, glaube ich, schreibe ich irgendwie Pinker Mina, so in der Richtung eher, keine Ahnung, naja. Und für alle, die Kinora mögen, gibt das bloß nicht ein, weil das ist, naja, allgemein die creepy Version von Pinkie Pie. Ist theoretisch in der Serie auf aufgekreuzt, nur einmal kurz, aber dennoch. Ah ja, hier habe ich nur die Brille aufgehabt, weil, ja. Und ich glaube, hier habe ich kurz gecheckt und dann mich entschieden, ja, ich hau das einfach weg, weil es nimmt einfach nur Platz ein und ich mag sowas nicht. Und ich glaube, habe ich mich da im Kopf auch gestritten, soll ich nun aufhören mit Quests und dann trainieren oder nicht? Weil ich hatte, glaube ich, den Gedanken halt, also ich hatte in den Gedanken halt das Problem, ja, wie, hier konnte man gerade schön sehen, damit ich einen Bug erwischt habe. Und ihr wolltet die Bot nutzen. So oder so, ich habe mit den Gedanken schon etwas länger gespielt. Rombo-Staubsauger ist aktiviert. Daran muss ich immer wieder denken, wie ich das hier sehe. Und hier ist eine kleine Nina. Ist das nicht süß? Ja, wie gesagt. Ich glaube, ich habe mich schon länger, auch wegen der Bearbeiten, schon länger Gedanken gemacht. Soll ich nun, ja, wie soll ich es nennen, aufhören mit Questian, weil selber mich schon langweilt. Oder trainieren. Wenn ihr irgendeine Methode wisst, was ich noch machen könnte, oder irgendeine Sache, die ich noch machen könnte allgemein, nämlich, nachdem ich ab Part 75 nämlich fertig bin mit meiner Aktion, ich habe da eine Idee, oder besser gesagt, ich habe da eher ein Vorhaben. Und ja, wenn ich damit fertig bin, kann ich theoretisch alles machen. Ich sag mal so, vielleicht sogar auf eine Hornisse besiegen lassen, so in der Richtung. Könnt ihr mir ja alles schreiben, ansonsten mache ich einfach ein Quest Pony für das, oder Quest Pegasi. Oder man kann, oder ihr könnt auch sagen, ja, schreiben in den Kommentaren allgemein, was ich machen könnte halt. Zum Beispiel, sag mal so, mit Mewfan German, oder Mewfan, naja, könnt ihr dann zum Beispiel schreiben, ja, mach dies oder mach das. Zum Beispiel, versucht zum Beispiel als Einhorn ganz weit oben zu kommen. Und wenn ja, wo? Und alles. Oder sagen wir jetzt mal so, machen einen Mix aus, ich sag mal so, der Luna und der Sonnenrüstung. So in der Richtung auch. Nur als Beispiel, also generell zum Beispiel ein bisschen Challenges oder vielleicht ein paar, ich sag mal so, vielleicht hier, wie man sehen kann, ein bisschen Sprung Aktion
so in der Richtung, also alles Mögliche. In dem Fall könnte ich mir gerne Ideen geben und so. Das würde mich sehr freuen. Und ich habe mich ab hier diesen Zeitpunkt verabschiedet. Tschüss, Sikowski, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe, ihr habt Ideen.